Auf der Flottenlotte herrschte große Aufregung. Da tauchte plötzlich ein wildfremder Junge auf und erzählte etwas über einen Piratenschatz. Welches Piratenherz würde da nicht höher schlagen? Ich frag mich, wie es diese kleine Seegurke hier geschafft hat, mit an Bord zu gelangen. Das ist doch kein Hexenwerk, an dir vorbeizukommen. Ich habe die Mannschaft doch persönlich kontrolliert. Der kleine Junge trat hervor und zeigte auf ein altes Holzfass, auf dem Augenklappen stand. Holzfass. Wohl nicht gründlich genug, Hinkebein. Doch Holzbein und Ole waren so vertieft in ihren Streit, dass sie den Jungen überhaupt nicht bemerkten. Holzfass. Soll das etwa heißen, ich mache meine Arbeit nicht gründlich? Du klebrige Eiterbeule. Es scheint so, du quallenknochiger Daumenlutscher. Na warte du. Ich saß in einem der Holzfässer. Brach es aus dem Jungen heraus und verschlug den Streithähnen die Sprache. Da betrat Kapitän Schwarzbart das Deck. Genug! Wer bist du, Junge? Und was machst du auf meinem Schiff? Ich bin Messerjuckelmanns. Mein Großvater war ein mächtiger Seeräuber. Einst gab er mir diese Karte. Leider kann ich sie nicht lesen. Und da dachte ich, dass er mir da bestimmt weiterhelfen könnte. Lass mich mal einen Blick auf die Karte werfen. Schwarzbart schaute sich die Schatzkarte genau an. Doch er hatte nicht die geringste Ahnung, was sie bedeuten könnte. Ole, Holzbein! Hört auf, euch wie zwei alte Waschweiber zu streiten und helft mir, die Karte zu entziffern. Kann ich die Karte mal sehen? Matrose Ben stapfte in die Mitte und nahm die Karte an sich. Er drehte und wendete das Papier. Ich hab's. Klar zur Wende. Hartsteuerbord. Neuer Kurs auf 085. Schotten die Stolen und volle Kraft voraus. Was zum Geier? Der große, tollpatschige Riese, ein gewöhnlicher Bootsmann, gab den Kurs an. Versenk mich doch. Captain, da geht's lang. Worauf wartet ihr? Tut, was er sagt.